Herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Wir haben den Star Citizen Progress Report zur Alpha 2.6. Die ist als Major Patch am 23.12.2016 kurz vor Weihnachten gestartet. Ja, und da gab es dann einige Neuerungen drin, die wir euch jetzt hier präsentieren wollen. Außerdem haben wir jetzt darum auch zu diesem Zeitpunkt der Report schon einen Ausblick auf das, was kommen wird, was danach folgen wird, was wir euch auch hier mit der gerne geben wollen. Und wenn ihr das alles nachlesen möchtet und euch wirklich mal über das Gesamtspektrum informieren möchtet, dann geht doch einfach mal auf die SCB Progress-Seite, die Fortschrittsseite, die wird immer aktualisiert und da könnt ihr dann auch nachverfolgen, was so im Vergleich zu den letzten Patches passiert ist. Wir kommen zur ersten Kategorie und das ist der Progress tatsächlich, der Fortschritt, den es gab mit 2.6. An allererster Stelle, Star Marine ist da, es ist jetzt als FPS-Simulation, als Game-in-Game in Star Citizen vorhanden. Wir haben zwei Level zur Verfügung aktuell, nämlich die Damien Station und Echo 11 und dazu zwei Spielmodi, womit man in anderen in FPS-Matches starten kann und zwar einmal Elimination, das bedeutet jeder gegen jeden oder Last Stand, das ist so eine Art Capture the Terminal. Ja, dabei zu beachten, es ist die erste Iteration, das bedeutet, wir haben hier noch mit vielen Bugs zu kämpfen, selbst die das Gameplay beeinflussen, aber auch die von der serverseitigen Performance herkommen. Das heißt, wir haben große Lags, wir haben einen relativ hohen Ping, dadurch haben wir auch entsprechend eine sehr schwierige Update-Frequenz, die sehr langsam läuft zum Teil und all das sind eben noch ja, Kinderkrankheiten, die in Star Marine aktuell drin sind. Aber, das sagen die Entwickler ganz klar, es ist weder da die Entwicklung abgeschlossen, noch ist das überhaupt feature-complete. Das heißt, da kommt noch einiges hinzu. Man muss vielleicht auch sagen, dass es sehr, sehr viele Spieler gab, die jetzt nicht angetan waren. Vielleicht vom Grafischen schon, vielleicht auch von manchen Elementen, aber gerade das taktische Gameplay kam zu kurz und wir sind zumindest ziemlich überzeugt davon, dass das jetzt auch mehr in den Vordergrund treten wird und dass jetzt mit dem ersten Bild wir noch keine Referenz haben. Ja, so ist es. Ansonsten gab es eine große Umstellung, in Anführungszeichen, die sich groß anhört, aber vielleicht gar nicht uns so sehr berührt, wie wir sehen im ersten Moment sehen können, nämlich die Engine wurde umgestellt auf Amazon Lumberyard. Das heißt, wir bewegen uns jetzt immer noch im Bereich der CryEngine, aber im Endeffekt wurden die Star Citizen Engine, die Star Engine mit Lumberyard zusammengesetzt. Ja, und das hat vor allem netzwerktechnische Bedeutung, ne? Ja, wir können natürlich dann in Zukunft das AWS AWS-Netzwerk heißt es, nutzen. Genau. Und das ist der große Vorteil. Und wie Sawyer schon gesagt hat, wir haben auch die Möglichkeit jetzt, oder CIG hat die Möglichkeit tatsächlich jetzt diese Engine zu nutzen, ohne jetzt eine komplett neue Engine aufsetzen zu müssen. Ja, von da aus ging es dann weiter, dass wir neue Schiffe bekommen haben. Und da gab es tatsächlich sehr, sehr viel zu sehen, weil das größte Schiff, was jetzt im Spiel ist, ist ein neues Schiff, das ist die Drake Caterpillar, der große Handelsfahrer mit ziemlich beeindruckenden Frachtkammern, einer schönen Messe, finde ich, einem schönen Maschinenraum. Also gerade der Maschinenraum ist größer, als man jetzt von anderen Schiffen gewöhnt ist. Die Brücke, die teilbar ist, ist sehr, sehr schön. Also die abtrennbar ist vom Rumpf, ist wirklich wunderschön designt. Ein spannendes Schiff. Dann haben wir die Vanguard Hoplite, die ja von der Vanguard-Version, das Dropship, was drin ist mit ein paar Klappsesseln. Dann haben wir die Drake Herald, die als E-Warship eingepflegt wurde, natürlich noch keine Funktion hat, aber auch sehr, sehr ansprechend designt wurde. Die Origin 85X, wo wir uns noch fragen, warum sie denn limited ist, da gab es auch noch keine genauen Ansagen zu. Zumindest sieht es so aus wie ein BMW in Space oder ein Schuhlöffel, wie manche Kritiker sagen. Ich selber weiß noch nicht so ganz, ob ich sie mag oder hasse. Irgendwie mag ich es auch, weil sie so schön versnoppt ist. Auf der anderen Seite weiß ich nicht so ganz, was ich mit dem Ding anfangen soll. Ja. Mal abwarten. Dann gab es Varianten verschiedener Schiffe oder sage ich mal Skins verschiedener Schiffe. Die Wildfire als Hornet-Version wurde verkauft, dann die Renegade als Avenger-Version, die Valiant. Valiant. Das sage ich immer falsch. Die Gladius-Variante und die Komet von der Saber. Bei diesen Schiffen handelt es sich jetzt vor allem darum, dass der Skin ausgetauscht wurde. Das heißt, sie sehen etwas anders aus, farblich von der Gestaltung. Sie haben auch eine kleine Hintergrundgeschichte und sie haben andere Waffen als Setup. Naja, ob man jetzt, da kann man jetzt ein bisschen geteilter Meinung sein, ob das jetzt, sag ich mal, diese Verkaufspreise wert war, aber vielleicht für Sammler war es vielleicht interessant. Genau, auf jeden Fall sind diese ganzen Schiffe jetzt aktuell im Spiel Flight Ready und verfügbar. Außerdem haben wir im Persistent Universe ein paar Inhalte dazu bekommen. Zwar haben wir geheime Orte sozusagen mit Big Benny's Stonehenge auf der einen Seite, dass man jetzt im Jela Asteroidengürtel finden und besuchen kann. Auf der anderen Seite haben wir neue Wracks, auch wirklich komplett aufgebaute Wracks, nämlich zwei Starfarers zum Beispiel,
die dort rumschweben und von euch erkundet werden wollen. Und wir haben außerdem eine neue ICC-Probe-Mission, wo man auch ein bisschen weiter in das Gameplay dort einsteigen kann. Ja, aber einer der größten Änderungen, sicherlich die mit 2.6 indirekt kam, war die Änderung des Flugmodells. Da wurde nämlich tatsächlich ein radikaler neuer Ansatz verfolgt. Tja, es wurden als erstes oder vielleicht als radikalster Schritt wurden die SCM-Geschwindigkeiten halbiert und die Geschwindigkeiten der Schiffe so im mittleren Spektrum alle gemittelt. Fliegen sich jetzt von den Geschwindigkeiten fast alle gleich. Wir haben ein wesentlich langsameres Gameplay bekommen, wo der Kurvenkampf in den Vordergrund rückt und wo auch die Bewegungsfreiheit der Schiffe in den sechs Achsen eingeschränkt wurde. Das heißt, wir hatten nicht mehr so viel Triebwerksleistung im Straving. Wir haben große Steuerkontrolle verloren im Straving und stattdessen eher ein, sag ich mal, ganz böse, ein Arcade-Gameplay gewonnen, was sich sehr, sehr gut mit der Maus steuern lässt. Dann wurde der Afterburner tatsächlich benutzt, um den Cruise-Speed-Mode zu ersetzen. Das führt dazu, dass man dann halt beschleunigen kann und direkt in den Cruise-Speed übergeht. Eine Treibstoffmechanik ist ebenfalls mit drin. Das heißt, wir brauchen jetzt Treibstoff für den Afterburner oder den Boost. Es soll eigentlich das Spiel komplexer machen. Ich suche das noch. Ich bin da noch nicht so ganz sehe da noch nicht den Vorteil gegenüber dem Cruise Speed. Es gab eine sehr, sehr lange Evocati-Entwicklung im Voraus. Dann hatten wir, als das Spiel dann ins PTU, ins offene PTU kam, auch da eine relativ lange Entwicklung- und Balancing-Phase, wo sehr, sehr viel Feedback gesammelt wurde. Es erntete daraufhin, über längere Zeit, würde ich mal sagen, massiv Kritik. Im RSI-Forum als auch bei Reddit wurde sehr, sehr viel darüber geschrieben und gerade so, ich würde mal sagen, die Spieler, die sehr viel Zeit im Leaderboard oder im Arena Commander an sich verbracht haben, waren damit zum größten Teil oder zu einem großen Teil sehr, sehr unzufrieden. Ja, und das bringt uns dann quasi auch direkt weiter zur nächsten Kategorie. Da setzt nämlich jetzt CIG in seiner Weiterentwicklung an und damit kommen wir zu den nächsten Patches 2.6.1 und 2.6.2. Und diese beiden Patches werden also keine Major Content Patches, die jetzt viele neue Dinge ins Spiel mit reinbringen, sondern da geht es vor allem um Bugfixing, aber auch ganz viel ums Balancing und im Endeffekt die Verbesserung des Flugmodells. Das ist nämlich jetzt für den nächsten Patch auf jeden Fall angekündigt, ne? Also ich denke, dass wir hier auch tatsächlich eine Art Feedback sehen von CIG, der Community gegenüber. Es ist jetzt nicht so deutlich formuliert, aber man merkt, okay, sie wollen da jetzt eindeutig nachbessern. Und zwar geht es ganz genau darum, dass die SCM-Geschwindigkeiten zwischen den einzelnen Schiffen deutlich auseinanderliegen sollen. Auch die SCM-Geschwindigkeiten sollen deswegen halt auch erhöht werden. Wir haben eine neue Mechanik, die reinkommen soll, dass der Afterburner jetzt auch in allen Achsen wirken soll. Das heißt nicht, dass man alle Achsen gleich beschleunigen kann, sondern dass der Hauptantrieb mehr Beschleunigung zulässt in der vorderen und in der Richtung nach vorne und nach hinten und dass wir halt ein bisschen mehr Beschleunigung in den seitlichen Straving-Richtungen haben werden. Das halte ich für einer der wichtigsten Schritte, um einfach das taktische Fliegen wieder zu ermöglichen, was zurzeit halt wegfällt. Dann sollen die Raketen überarbeitet werden. Auch da denke ich mal, das ist eigentlich bitter nötig, weil das hatten wir bis jetzt noch nie. Die Raketenmechanik hat eigentlich noch nie so richtig funktioniert und war entweder zu stark oder viel zu schwach. Ich hoffe, dass da eine Lösung gefunden wird, wie man mit diesen Geschwindigkeiten dann umgeht, mit den Geschwindigkeiten der Raketen. Auch der Treibstoffverbrauch soll überarbeitet werden. Auch da sehe ich jetzt noch relativ viele Baustellen, weil ist ein Afterburner wirklich dazu geeignet, um einen Cruise Speed zu ersetzen? Ich glaube nicht, ja, weil der Afterburner im Kampf natürlich massiv eingesetzt wird und dann natürlich viel mehr Treibstoff verbraucht, als er jetzt auf langen Reisen zurzeit verbraucht im Cruise Mode. Da ein Balancing zu finden mit dem gleichen Treibstoff, da bin ich mal sehr gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann am Ende vielleicht sogar nochmal die Treibstoffarten trennen oder das eine sich aus dem anderen generiert. Ich halte den Afterburner nicht so wirklich als Tool, was man benutzt zum Reisen. Ja, Afterburner ist eigentlich ein Nachbrenner, der im Kampf seine Funktion finden sollte, was er zurzeit halt überhaupt nicht erfüllt. Das ist einer der wichtigsten Teile von dem nächsten kommenden Patch übrigens, dessen Aim-Date, also der vorgesehene Release-Zeitraum, ist um den 17.02.2017 herum. 16.17.2. soll es ungefähr passieren. Das ist jetzt nur für euch so mal so als Ausblick. Weiter kann man sagen, Star Marine soll auch Verbesserungen erhalten. Das bedeutet, hier bekommen wir vor allem in dem Balancing der Waffen Verbesserungen. Die Devastator Shotgun und die Long Rifle, die Sniper Rifle, ist momentan aktuell so unter aller Kanone von der Performance her, dass man sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unter aller Kanone, dass man sie wirklich nicht einsetzen braucht. Die sollen auf jeden Fall gepusht werden und gleichzeitig sollen aber auch die Layouts der Karten noch verändert werden, sodass es auch da nochmal herausfordernder wird im Gameplay an sich. Also, dass wir dahin nochmal eine bessere Balancing auch in den jeweiligen Spielmodi finden.
Ist vielleicht auch mit einem Scharfschützengewehr schwierig, bei diesen Karten wirklich zu performen. Ja, also man fragt sich so ein bisschen, ob diese Waffe da eigentlich was verloren hat. Natürlich kann man da im EVA rumfliegen und dann warten, bis jemand sein Köpfchen rausstreckt. Aber ich glaube, die Waffe ist auch ein bisschen undankbar. Ist sie. Oh, da vor Ort, ja, das ist dann wahrscheinlich auf einem prozedural generierten Planeten besser gebraucht. Ja, weiter geht's dann natürlich auch über Performance-Verbesserungen selbst. Es geht um die Netzwerkleistung und das User-Interface, was verbessert wird. Da geht es dann vor allem um Bugfixing, Performance-Verbesserung und Polishing, damit es eben die Kinderkrankheiten, die jetzt noch im 2.6er-Patch sind, wovon es auch wirklich noch einige gibt, dass die dann eben verbessert werden. Und, ja, die Super Hornet soll ein bisschen Liebe erfahren. Die bekommt mal ein richtiges Schadensmodell. Mhm. Bei meinen letzten Tests habe ich festgestellt, es gibt sogar Deadspots, ja, wo du komplett durchschießen kannst, wo gar nichts passiert. Ich denke mal, die Hornet jetzt mal ein bisschen zu überarbeiten und mal ein bisschen Liebe angedeihen zu lassen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Richtig. Dann gibt es noch den Ausblick auf Patch 2.6.2. Da gibt es noch keinen festen Zeitplan für, da gibt es auch noch kein festgesetztes so Aim-Date oder ein Release-Datum, sondern da geht es einfach nur um ein paar Stichpunkte, die dazu kommen. Nämlich einmal geht es noch weiter da am Balancing und an der Verbesserung des Flugmodells zu arbeiten. Auch Star Marine soll da weiter noch gebalanced und überarbeitet werden. Und dann gibt es zwei Features, die sozusagen mit dazukommen. Das eine ist ein wichtiges Feature fürs spätere PU und für uns erstmal nur interessant im Simulationsmodus. Das heißt, die sogenannte Megamap soll eingeführt werden. Das ist im Grunde genommen, hört sich groß an, ist aber eigentlich eine kleine Karte, die dazu dient, dass alle Dinge, die um einen herum passieren, live gestreamt werden. Das heißt, es ist nicht so, dass ein fertiges Level geladen wird mit allen Assets und Dingen und Location, die schon drin sind, sondern dass es im Endeffekt ein nahtloser Übergang sein soll zwischen Multiplayer, Singleplayer, hier Raumschiff fliegen, da FPS-Kampf, dass das halt sehr schnell ohne Ladebildschirme untereinander funktionieren soll, ist ein Testbed fürs PU. Ja, und dann kommt das, was auch als Stretch Goal versprochen wurde, nämlich die erste Lokalisierung von Spielservern, das heißt die Ausweitung auf das AWS-Netzwerk von Amazon. Das bedeutet, dass wir zumindest pro Kontinent dann entsprechende Server bereitgestellt. Ich glaube, das freut die meisten, weil wir merken es gerade sehr massiv im PU, dass da tatsächlich halt die Asynchronität ein Riesenproblem darstellt, auch die Framerate immer sehr, sehr weit unten ist. Und ich denke mal, bei Star Marine ist es sogar noch schlimmer, weil da zählt ja nun jedes Bild pro Sekunde, was man irgendwie sich erhaschen kann. Ja. Und da leiden viele drunter, dass tatsächlich diese FPS-Rate im Keller ist und die Synchronität teilweise komplett auseinandergeht. So ist es. Und das soll sich mit 2.6.2 dann erstmals verbessern. Und damit kommen wir dann zum Abschluss quasi zur Roadmap, was dieses Jahr so angekündigt ist. Die weiter letztendliche Verbesserung dieser Netzwerkstruktur soll dann mit Alpha 3.0 kommen. Die Alpha 3.0 ist quasi der große Spielinhalt, der dieses Jahr erscheinen soll. Zusätzlich dazu noch der Einzelspielertitel Squadron 42 in seinem ersten Teil soll kommen. Ja, Zeitpläne gibt es dafür noch nicht, außer dass es dieses Jahr passieren soll. Da gerade zur Alpha 3.0 wollen sie sich aber in den nächsten Wochen, wenn sie dafür die Zeitpläne gemacht haben, noch ausführlicher äußern, dass wir vielleicht einen Überblick kriegen, was da passiert. Ja, an sich die 3.0 ein echter Meilenstein in der Entwicklung selbst. Man könnte sagen, ein erster Ausblick auf die Beta. Ne? Das vollständige Stanton-System soll drin sein. Prozedurale Planetenlandung soll auch rein. Dann die Landezonen Crusader, Hearst, Arcorp, Microtech, also als Planeten mit den Landezonen sollen drin sein. Wir haben tatsächlich aber noch keine genaue Aussage, ob wir Planeten jetzt frei begehen können. Mhm. Ja, es kann auch sein, dass diese Planetenlandung, sag ich mal, nur in diesen Schienen oder in diesen Flugkorridoren stattfinden wird. Ob wir da jetzt schon frei uns bewegen können, müssen wir erstmal abwarten. Und dann sind natürlich auch die verschiedenen Karrieremodelle geplant. Ja, damit hätten wir dann schon mal Warentransport, Handel, wir hätten Piraterie selbst als Karriere. Wir hätten dazu natürlich passend dann den Geleitschutz, beziehungsweise ja im Grunde genommen Söldnerdienstleistungen und sogar Kopfgeldjagd soll drin sein. Das sind so die ersten, wenn man so will, 6 Karrieren, die wir hätten bei Star Citizen, die dann mit der Alpha 3.0 kommen. Und dazu noch zusätzlich Monde, die dann auch wirklich prozedural begehbar sind und auch die Landezone Levski soll mit eingefügt werden, sodass wir ein bisschen zusätzlich zum eigentlichen Stanton-System noch Inhalte haben. Und wie zum Beispiel vor kurzem rauskam, Hurston soll zum Beispiel vollständig begehbar sein als prozeduraler Planet. Mit 3.0? Mit 3.0 soll der vollständig begehbar sein. Das werden wir dann sehen, ob das so eingehalten wird und wie der Zeitplan da aussieht, können wir wie gesagt jetzt noch nicht sagen. Wir haben auch noch ein paar Schiffe, die dazukommen. Auf jeden Fall angekündigt sind dann die Dragonfly als wirklicher Flitzer für den Planeten und der Urza Rover soll auch dazukommen, sodass man wirklich die Planeten dann auch
auch erleben kann. Ja, wir haben noch technische Hintergründe, die dazu spielen. Das ist dann aber wirklich ein Teil der wirklichen Struktur. Da werden wir uns, glaube ich, nochmal kümmern darum, wenn wir genauere Updates haben. Es geht ums Itemsystem 2.0 mit dem jeweiligen Komponenten da drin. Es geht um das Netzwerk selbst und vor allem um die KI. Und das ist ja auch nochmal ein Teil, der bei Squadron 42 dann eine sehr große Rolle spielen wird. Würde auch das Spiel sehr bereichern, jetzt schon im PU, wenn man halt sehen würde, dass die Piraten sich auch bewegen und nicht einfach stehen bleiben und auf einen schießen. So ist es. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen, dann abonniert unseren Channel hier. Ansonsten liked oder disliked die Episode. Schreibt uns jede Menge Kommentare, was ihr davon haltet und was eure Erwartungen jetzt an 2017 sind. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Fall verabschieden sich Weezen und Sawyer mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!